herzlich willkommen beim Human Rights Film Festival Berlin 2022. Live aus der Villa Elisabeth. Talking Humanity. Gespaltene Gesellschaften. Wie schaffen wir mehr globale Gerechtigkeit? Es diskutieren Neven Subotic. Der ehemalige Profifußballer gründete 2012 eine Stiftung mit dem Ziel, möglichst vielen Menschen Zugang zu sauberem Wasser und somit zu einem selbstbestimmten Leben mit Gesundheit und Bildung zu ermöglichen. Florian Westphal. Der ehemalige Journalist ist seit Oktober 2021 Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender von Save the Children Deutschland. Seine Organisation setzt sich für Kinderrechte weltweit ein. Nyoki Nyehu. Die Feministin bezeichnet sich selbst als Aktivistin und Träumerin. Sie ist panafrikanische Koordinatorin von Fight Inequality. Selmin Çalışkan. Sie ist Expertin für Menschenrechte und internationale Kooperation. Ihre Gastgeberin des heutigen Abends ist Lily Amankwa. Als Journalistin und Podcast-Host interessieren Sie die großen Themen unserer Gesellschaft. Und das auch aus wissenschaftlicher Perspektive. Ich würde aber anfangen damit, dass ihr euch auch noch mal selber vorstellt, vor allen Dingen, auch wenn das jetzt gerade auch schon so schön getan worden ist. Deswegen würde ich sagen, fangen wir an bei Ihnen. Bei mir. Ja. Ganz kurz, Selmin Çalışkan. Ich habe lange für Medica Mondiale in Köln gearbeitet, habe einiges in Afghanistan auch erlebt in Bezug auf Frauenrechte. Dann war ich Generalsekretärin bei Amnesty Deutschland und habe zuletzt bei der Open Society Foundation in Berlin gearbeitet als Leiterin. Soll ich gleich weiter? Gerne. Ja, Florian Westphal wurde eben schon mal erwähnt im Anspieler. Ich war ursprünglich mal Rundfunkjournalist und bin dann Ende der 90er Jahre zum Internationalen Roten Kreuz gekommen. Habe mich da vor allem für das sogenannte humanitäre Völkerrecht interessiert, also die Genfer Konventionen und alles andere, was Menschen während Kriegen schützen sollte. Aber bin trotzdem so ein bisschen der Kommunikation und der Öffentlichkeitsarbeit immer treu geblieben. Bin dann 2014 zu Ärzte ohne Grenzen nach Deutschland gekommen, wo ich Geschäftsführer war bis 2020 und jetzt eben, wie gesagt, seit einem guten Jahr bei Save the Children. Und ich denke schon, dass dieses Thema Rechte mich tatsächlich auch in dem eher humanitären Feld, in dem ich tätig war, immer begleitet hat und eigentlich immer mit im Mittelpunkt stand. Ja, mein Name ist Neven Subotic. Ich bin Vorsitzender der Neven Subotic Stiftung, jetzt mittlerweile seit 10 Jahren. Wir setzen uns ein für das Menschenrecht auf Zugang zu Trinkwasser und versuchen durch unsere entwicklungspolitische Bildungsarbeit auch hierzulande Entwicklungszusammenarbeit neu zu denken, indem wir auch wirklich die Historie wahrnehmen von dem Kolonialismus, weil das sehr prägend ist für unsere Ideen, für unsere Sprache und wie wir heute noch handeln. Okay, also jetzt hast du im Prinzip schon direkt eingestiegen. Zu Kolonialismus kommen wir noch, deswegen müssen wir ein bisschen nach der Reihe gucken. Anfangen können wir aber ja mit der Frage, also vor allem zum Beispiel Neven, bei dir ist es sehr spannend, dass du ja vorher eigentlich Fußballer warst. Mhm. Und da hat sich natürlich bei mir immer sofort die Frage gestellt, wie kommt man vom Fußball in die humanitäre Hilfe? Wir arbeiten primär im so Entwicklungskontext, um ja. Das auch nochmal klarer darzustellen. Für mich ist tatsächlich das Leben ein bisschen geprägt von ein paar Ungerechtigkeiten, die ich erlebt habe, die ich auch jetzt in einem Buch verfasst habe, Alles geben, ne, das ist der einzige Plug, den ich auch heute Abend mache, dann lasse ich es auch dabei. Und mir war eine lange Zeit gar nicht bewusst, wie ungerecht die Welt ist, weil ich habe mich dadurch, dass ich im Profifußball war, sehr schnell so ausgeklungen. Ich war in meinem kleinen Bubble, in dem eigentlich nur gezählt hat, Fußball spielen, trainieren, gewinnen, feiern, alles ist gut, das Leben ist gut, weil man orientiert sich eigentlich nur an dem Nachbar, ja, und vielleicht noch der Stadt. Und nicht weiter drum herum. Parallel zu dieser sportlichen Karriere war auch, ich nenne es erstmal Karriere, ja auch im Bereich des Ehrenamts und des sozialen Engagements, was in diesem Fall in den ersten Jahren vor allem geprägt war durch schöne Charity-Veranstaltungen mit einem roten Teppich, viele Prominente. Und das war ein Bild, das ich hatte von Engagement. Das andere Bild war eigentlich das, was meine Eltern gemacht haben, als ich groß geworden bin. Denn die sind damals vor dem Krieg in Jugoslawien geflüchtet
hatten in Deutschland 2, 3 Drecksjobs und haben das aber nicht für sich getan, sondern für ihre Mitmenschen, die vom Krieg betroffen waren. Und umso älter ich wurde, umso eher habe ich auch verstanden, dass das Engagement meiner Eltern enorm wichtig war und dass ich das auch als Leitbild nehme für das, was ich mit meinem Leben anfangen möchte. Mhm. Und sauberes Wasser hilft ja auch vor allem Kindern, würde ich sagen. Und das ist ja auch auf der Website sehr, sehr gut beschrieben, dass es vor allem Kindern hilft. Wie genau, also in welchem Kontext sind Kinder vor allem wichtig in der globalen Gerechtigkeit? Wäre jetzt an alle die Frage. An alle die Frage. Ja. Gut, da fällt uns bestimmt auch allen was dazu ein, würde ich mal sagen. ich finde schon, dass es ja allgemein so ist, dass sich Kinder auch in unseren Gesellschaften hier letztendlich am wenigsten wehren können gegen das, was ihnen widerfährt. Und dass deswegen letztendlich Kinder am meisten darauf angewiesen sind, dass die Gesellschaft als Ganze, aber vor allem Erwachsene, ihre Rechte auch wirklich respektieren. Und das ist ganz interessant, sogar im Bereich der Menschenrechte werden Kinderrechte spezifisch oft gar nicht so wahrgenommen. Unsere Gründerin, eine Britin namens Eglantine Jebb, die Save the Children 1919 gegründet hat, hat sich interessanterweise mit dieser Frage der Kinderrechte von Anfang an befasst. Und ihre Lösung war letztendlich, dass sie sich Anfang der 20er Jahre, also vor gut 100 Jahren, hingesetzt hat und so eine Mini-Kinderrechte-Charta aufgeschrieben hat, weil sie davon überzeugt war, dass diese materielle Hilfe für Kinder alleine nicht reicht, um auch in Extremsituationen wie Kriegen ihre Rechte sicherzustellen. Und deswegen tatsächlich, ja, diese Gesetzestexte sind nicht die Lösung per se, aber sie sind natürlich extrem wichtig, weil sie schon mal diese Rechte von Kindern wirklich verbriefen. Mhm. Was mich, hört man mich jetzt? Ja, okay. Also was ich interessant fand, war, dass Urteil vom Karlsruher Verfassungsgericht in Bezug auf die Klage von Fridays for Future, in Bezug auf die Klimakrise. Das Interessante daran war, dass eigentlich das Nebenprodukt, das gesagt wurde, dass die Klimakrise unsere Grundrechte, Menschenrechte, BürgerInnenrechte beschneiden wird in Zukunft. Und das betrifft ja vor allen Dingen unsere kommenden Generationen. Uns betrifft es auch. Und ich denke, inzwischen, weil ich das selber so nie praktiziert habe in Bezug auf Klimakrise und Klimagerechtigkeit, dass man BürgerInnenrechte, Fundamental Rights, Menschenrechte jetzt immer zusammendenken muss mit der Klimakrise und daraus dann auch Lösungen und Vorschläge an die Politik formulieren muss. Nioki, do you understand us when we speak German? Is the translation working for you? Okay, I will repeat the question for you maybe then. Ich wiederhole dann nochmal die Frage. Okay, ja, bitte. So we are talking about the wir children and über especially children's Kinder rights. Und die Kinderrechte. And like why you und would say in context of global vielleicht crisis, sagen, im Kontext der globalen Krise sind Kinder besonders wichtig important. Und ihre Rechte. Okay. Thank you. I'm vielen glad Dank to join erstmal, you. Dass ich hier heute dabei sein darf. Glad to be part of the ich conversation. Freue mich, dass ich an der Konversation heute teilnehmen darf. I used to live in the US ich habe früher in den USA gelebt. One of the things I learned und was from ich dort gelernt habe, indigenous people's tradition is the idea of doing things and thinking about the seventh generation. Über die what we do now, und was wir jetzt machen, has to, we have to think about it having an impact to the seventh generation, whether it's a negative or, impact. And, was wir and auf die Auswirkungen positiv oder negativ I mean, sind. Whether we are thinking about inequality in the context of quality of water that is available also es geht to um die Qualität und die Quantität von Wasser. Climate justice that we have to think about how it impacts not just the children of today. Wie das nicht nur die. So the rights of children today are important because if we honor, respect, defend them, it means that we are also honoring and respecting and defending the rights und of generations respektieren muss. To come.
Entschuldigung, es gab ja auch Probleme. Und ich glaube, dass wir zwar häufig über darüber reden, wie viel wir Kinder unterstützen können für die Zukunft und was wichtig ist. For children today, that we understand what it means for the children of tomorrow. That if each succeeding generation is honoring and respecting and defending the rights of children today, then we are doing the right thing, and we have to keep doing doing that so that we can ensure that we are also preserving the planet. We are also defending the planet for us. Yeah. All right. Thank you. Thank you. Well, climate crisis and water Ich rede jetzt Englisch. Kinder und Wasser, also ich glaube, einen wichtigen Punkt, der jetzt auch oft gemacht wurde, ist auch Wassersicherheit, nicht nur jetzt, sondern auch für die Zukunft, weil eins, was wir wissen über das Jetzige, ist, dass eine Wasserkrise jede andere Krise verschärft. Sie hat Einfluss auf enorm vieles, was wir da draußen sehen. Denn wenn Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, dann ist da nicht viel Hoffnung für die Zukunft. Wenn dazu, und wenn man über Wasser spricht, ist es einerseits das, was wir trinken. Das andere ist natürlich auch Wassersicherheit hinsichtlich der Nahrungssicherheit, die damit etabliert werden kann. Auch da sehen wir momentan eine der größten Krisen in Ostafrika, wovon über 40 Millionen Menschen betroffen sind. Nicht nur seit gestern, sondern in den letzten Monaten und auch Jahren. Es gab die Heuschreckenplage, die auch schon seit 2019 vor allem auch in Äthiopien und Kenia angekommen ist, die sehr viel geraubt hat, die aber dann noch untermauert wird von der Klimakrise, für die hauptsächlich die Industrienationen zuständig sind. Deshalb, wenn wir über die Zukunft von Kindern sprechen, finde ich es auch immer wichtig, klar zu benennen, dass wir nicht da sind, um ihnen zu helfen. Eigentlich müssen wir nur aufhören, ihre Zukunft zu berauben. Weil momentan ist das eher ein Begriff, der auch hart ausgedrückt ist, aber der eher der Realität entspricht, als helfen oder nicht helfen. Sehr schöne Antworten. Da wir beim Human Rights Film Festival sind, haben wir natürlich auch einen Clip zum Kontext Kinder. Wenn wir den einmal einspielen könnten. Ja, der. Es sieht zumindest so aus für mich, als müssten Menschen kilometerweit laufen, gerade auch Kinder, um an Wasser zu kommen. Was bedeutet das für die Menschen in Ostafrika oder für die Kinder generell, wenn das Wasser so weit entfernt ist für die Lebensqualität? Also das kann man sich ehrlich gesagt von hier aus gesehen tatsächlich ziemlich häufig relativ schwer vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Ich war Ende März in der Somali-Region von Äthiopien, also direkt an der somalischen Grenze. Und da waren wir in einem Lager für wirklich Vertriebene, Dürrevertriebene. Und dort leben die Menschen von wahrscheinlich teilweise mit 4-5 Liter Wasser am Tag. Das ist sehr extrem. Sehr extrem für alles, pro Person. Aber noch wichtiger ist, dass diese Menschen, und das baut ein bisschen auf dem, was du gerade gesagt hast, Nevin, die sind nur in diesem Lager, weil die Dürre und der Wassermangel sie letztendlich ihre Lebensgrundlage beraubt hat. Das sind Leute, die wirklich über Monate versucht haben, es irgendwie noch hinzubekommen, mit ihrem Vieh selbstständig in der Region zu überleben. Aber irgendwann war das Vieh weg, verendet, weil sie kein Wasser und kein Futter mehr gefunden haben. Und dann landen diese Menschen dort. Also das ist eine Frage, echt eine existenzielle Frage. Ganz kurz, du redest von 4-5 Liter Wasser. Wie viel Wasser haben wir hier? Also 120, 130 kommt das 120 hin? Pro Person in Deutschland. Ja. Wenn ich noch eine andere Sache ergänzen darf, weil das genauso unser Thema ist. Man stelle sich einfach vor, man wacht auf um 5 Uhr morgens und ist erst mal 6 oder 7 Stunden unterwegs, um dann
Wasser zu holen, das in der Regel verdreckt ist. Aus einer offenen Quelle, die vielleicht ein bisschen Wasser heraussickert, wo Tiere da rein urinieren und noch Schlimmeres. Kommt zurück, hat nur diese Wasserquelle, um der eigenen Familie zu geben. Stellt man sich vor, das ist jetzt eine Mutter, die das ihren auch Kindern gibt. Und wenn so viel Zeit und so viel Kraft aufgewandt wird für Dreckswasser, das verunreinigt ist, dann bedeutet das auch, dass in der Regel die älteste Tochter, die diese Zeit in der Schule sein könnte, eigentlich zu Hause bleibt, um sich vielleicht um die kleinen Geschwister zu kümmern oder um Haushalt zu betreiben. Also häufig ist das tatsächlich eine Frage von Zeit, von Kraft, von Aufwand, die hauptsächlich die Personen, also die Frauen in den Familien tragen, die mit mehreren Stunden verbunden sind. Und das ist nicht nur Zeit, das ist enorme Kraft. Und am Ende, was kommt dabei raus? Eigentlich ein Getränk, das dich nur noch kranker macht als am Tag zuvor. Das ist die Realität. Okay, das, das klingt natürlich eigentlich wirklich eine dunkle Vorstellung, wenn man so drüber nachdenkt. Und ja, wie ihr schon richtig sagt, für mich kaum vorstellbar. Vor allem deswegen hatte ich gefragt, weil dieser Vergleich 120 Liter zu 5 Liter, das ist ja relativ drastisch. Und das ist sozusagen nur also das, was wir täglich verbrauchen. Also täglich verbrauchen. Täglich verbrauchen wir in Deutschland 120 Liter. Im Durchschnitt. Es ist nicht nur zum Trinken, man braucht für die Körperhygiene. Ja, klar. Und wir nutzen ja noch einen Abfluss, haben wir auch noch mal Trinkwasser, das wir da runterspülen und so weiter und so fort. Wenn man dann noch virtuelles Wasser hinzuzählt, dann ist das maßlos übertrieben. Deshalb lassen wir das, weil das ein bisschen out of scope ist. Aber wir haben bei weitem nicht eine Krise an Wasser, beziehungsweise vielleicht zunehmend wird uns bewusst, dass wir auch Wasser für die Wirtschaft brauchen. Mhm. Aber das ist wiederum ein anderes Thema. In diesem Fall ist es tatsächlich ein dermaßen Unterschied, dass es dort 5 Liter am Wasser, Wasser ist. Die UN geht davon aus, die Mindestmenge, die ein Mensch braucht am Tag pro Person, ist 50 Liter. Mhm. Und da kommt man mit 5 Liter natürlich gerade mal an 10%. Gnocchi, we are talking about the water and the water crisis especially. I don't know if you saw the clip and how life expectancy is like literally lowered by the fact that people do not have access to water, especially children. What approaches would you say need to be made so that water can be accessible for everyone? Thank you. I am following the conversation. Ich folge dem Gespräch und ich stimme zu mit vielen Dingen, die dort gesagt wurden. Ich möchte noch hinzufügen und ein bisschen weitergehen, denn ich glaube, dass in der Zeit, wo wir sehen, dass Menschen sterben, dass Kinder hungern, aufgrund dieser Krise, dass es im Hintergrund, vor dem Hintergrund der vielen Jahre und Jahrzehnten der Politik, die uns dazu geführt haben, sowohl in den eigenen Ländern, wenn man, also in Kenia oder Äthiopien, aber auch in den anderen Ländern, also die Politik, die mit dem Handel zu tun hat, mit dem Klima, mit Toten und Schulden vor allen Dingen und viele andere Dinge, die dort hineinspielen und alle miteinander zusammenhängen. Als Feministin spricht man Intersektionalismus. Also einerseits haben wir diese Krise und können das benutzen, um über die Wasserkrise zu reden, über Hunger und Nahrungsknappheit. Aber wir haben auch die humanitären Krisen, die viele Teile der Welt betreffen. Aber und das alles geschieht durch die Außenpolitik, durch Kriege und Konflikte. Da gibt es und häufig
for the organizations that, für die Organisation, die talk about children's rights and, you know, die save the sich mit den Kinderrechten beschäftigen, die etwa Save the Children. Is also ich glaube, dass dort sehr wichtig ist, Probleme anzusprechen, die aus dem Handel herkommen, also Handelsgerechtigkeit, Steuergerechtigkeit und die Außenpolitik der, in diesem Fall zum Beispiel von Deutschland, die deutsche Außenpolitik, denn wir wissen ja, dass alle diese Dinge Auswirkungen haben. Genauso wie viele andere Sachen und, das, und die Rolle, die Deutschland spielt im Internationalen Währungsfonds, wirkt sich natürlich auch hier aus. Und die sind nicht einzeln zu sehen, denn aber die Deutschland, die Position von Deutschland, zum Beispiel was, den, was die Corona-Impfstoffe anzieht, wie viele die haben, und dann aber auch noch die Schuldenkrise, die Steuern und all das, die sind wirklich sehr irritierend. Und wie sollte, dass man das beenden sollte? Und wie können wir so eine Situation des Hungers beenden? Ich erinnere mich, dass ich mit Kollegen gesprochen habe in den USA und sie haben gesagt, man könnte sehen, dass man wusste, welche Menschen während der Sandinistenrevolution aufgewachsen sind. Denn die reden, es wird dasselbe über die Menschen in Tansania gesagt, über die Menschen, die in, während einer bestimmten Zeit aufwachsen, als es Ernährungsprogramme gab und als es Projekte gab und Prioritäten, die sich um das Wohlergehen der Kinder kümmerten. Und was letztendlich dabei rauskommt, dass das alles miteinander zusammenhängt. Und man muss zwar über die unmittelbare Krise reden, und die Flüsse sind ausgetrocknet. Und es to figure out who is throwing them into the. This is where the policies, the debt, the trade, the tax, the programs and projects. Es tut mir leid, die Tonqualität ist wirklich sehr schlecht. Ich kann da nicht alles dolmetschen. Ich versuche mein Bestes. Weiterhin. Und wir haben nicht immer Zugriff auf. Und wir müssen einfach verstehen, wie das alles miteinander zusammenhängt. Die Kinder symbolisch aus dem Fluss zu holen und dann aber den Fluss hochgehen, um herauszufinden, wer dafür verantwortlich ist. Tatsächlich. Vielen Dank. Eine bessere Überleitung machen können zum Thema unter anderem Kolonialismus und auch Neokolonialismus und eben globale Zusammenhänge, globale Machtgefälle, Nord-Süd-Gefälle, als jetzt es Gnocchi Neo gemacht hat, weil sie ja sehr richtig anspricht, dass bestimmte auch Gesetzesgrundlagen und Dinge, die wir hier tun, so extrem große Auswirkungen haben auf den Rest der Welt. Und auf die globale Gerechtigkeit in dem Sinne. Und deswegen tut es natürlich, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir auch dieses Thema auf dem Tisch haben. Und dann haben wir natürlich die Frage internationale Kooperation. Mit so einem Gefälle, wie kann das funktionieren? Du guckst mich an, ich soll was sagen. Genau. Ja, weil du ja natürlich für die internationale Kooperation ja auch... Ja. Wir alle eigentlich, also ja. Wir alle und jeder wahrscheinlich mit einem anderen Aspekt dazu. Für mich ist wichtig, was sie gesagt hat, nämlich, dass wir eine feministische, intersektionelle Außenpolitik brauchen. Und zwar nicht, also ich sage ganz explizit, nicht nur eine feministische, sondern Feminismus verstanden als politische Sichtweise zur Lösung auf Probleme, beziehungsweise wie die Probleme gelöst werden können im Sinne der Allgemeinheit und nicht nur für Frauen.
Das ist für mich total wichtig und intersektionell. Also die Welt ist ja in Deutschland schon längst zu Hause. Wir sind 26% hier in Deutschland. 3 davon sitzen hier. 1, 2, 3. Entschuldigung, Florian. Und was ich leider bisher nicht sehe, es hat sich was bewegt in der feministischen Außenpolitik, die das intersektionelle Verständnis von Außenpolitik, dass auch marginalisierte andere Gruppen als Frauen mitgedacht werden, LGBTI, transsexuelle Menschen zum Beispiel oder schwarze Menschen in Deutschland oder auch anderswo in Europa zum Beispiel oder wir als Nachkommen der ehemaligen Gastarbeiter hier in Deutschland. Das ist ein Verständnis, was sich noch nicht verbreitert hat innerhalb der deutschen Außenpolitik. Also wir haben jetzt gerade den Schritt genommen, dass wir eine feministische Außenpolitik haben, dass wir auch eine entsprechende Ministerin haben, die das sehr stark vertritt nach außen und dass wir eine EU-Regierung haben, die inzwischen ihre Mitgliedstaaten aufgefordert hat, selber eine Feminist Foreign Policy anzunehmen, also in den Mitgliedstaaten der EU und auch umzusetzen. Das finde ich einen sehr guten, wichtigen Schritt und der ist auch gangbar. Man kann einfach in die ganzen Mechanismen, die EU verfügt über Budget, man kann Gender Mainstreaming und Gender Budgeting Mechanismen ziemlich schnell umsetzen in den ganzen Programmen, sodass das Geld einfach gerechter verteilt wird. Und das kann man auch für intersektionelle Außenpolitik nehmen. Das heißt für mich aber auch, dass Menschen wie Neven, wie du, Entschuldigung, ich habe deinen Namen vergessen, alles gut. Und ich, dass wir zum Beispiel auch dann an diesen Entscheidungstischen sitzen, dass Leute, die aussehen wie wir, die leben wie wir in Deutschland, die dann auch vom Auswärtigen Amt zum Beispiel in Beraterinnenkreise eingeladen werden oder zu runden Tischen eingeladen werden, wenn es um internationale Fragen geht, wenn es um Krisenpräventionsfragen geht, wenn es um soziale Verteilung und Gerechtigkeitsfragen geht. Und da sind immer noch viel zu wenig Frauen, auch auf den Leitungspositionen innerhalb des diplomatischen Dienstes. Und von Diversity kann man wirklich fast null sprechen, also eine bewusste Diversity, nicht irgendwelche Menschen, die anders aussehen, die da sind, aber die das Bewusstsein gar nicht haben, dass es eine intersektionelle Außenpolitik geben sollte. Ja, das sind also sozusagen die Hebel, die wir hier in Deutschland haben können. Welche Auswirkungen würde das aber haben jetzt zum Beispiel für Menschen im globalen Süden? Also ich mache noch einen Punkt. Ja. In Bezug auf Afghanistan zum Beispiel. Mhm. Also, wir haben letzten Herbst die Evakuierung selber auch vorangetrieben als fühlende, als kritisch denkende Menschen, jeder aus seiner Organisation heraus. Wir haben die Ärmel hochgekrempelt und versucht, so möglichst viele MenschenrechtsverteidigerInnen, ganz normale Menschen, die flüchten oder auch Ortskräfte aus Afghanistan rauszuholen. Was zum Beispiel in Deutschland nicht war, über 20 Jahre lang war die Intervention, die zivil-militärische Intervention in Afghanistan, wo Deutschland sehr stark beteiligt war, aber zum Beispiel die afghanische Diaspora in Deutschland war fast überhaupt nicht beteiligt an den ganzen Diskussionen und Debatten im entwicklungspolitischen Kontext, aber auch im menschenrechtlichen und auch in der finanziellen und in der Regierungszusammenarbeit, in dieser bilateralen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Afghanistan. Und ich habe dann letztes Jahr das Glück gehabt, ich habe bei einer Förderstiftung gearbeitet und habe dann afghanische Organisationen in Deutschland gefragt, ob sie gefördert werden möchten, ob sie in die Debatte noch mehr einsteigen wollen, um dann auch hier mit Annalena Baerbock selber zu sprechen, wie eigentlich jetzt das Prozedere aussieht, nachdem die Taliban in Afghanistan übernommen haben und man überhaupt nicht mehr davon sprechen kann, dass was von den 20 Jahren übrig geblieben sei. Also Zivilgesellschaft haben wir unterstützt, Menschenrechte, Frauenrechte, das Gesundheitssystem, Good Governance System, Polizeiaufbau, der militärische Aufbau. Das ist alles 20 Jahre vorangetrieben worden und ist jetzt unter Null gelandet. Und zwar, weil die internationale Gemeinschaft sich entschlossen hat, nach 20 Jahren rauszugehen. Und das ist zu wenig. Also 20 Jahre ist zu wenig. 2 Generationen, das wären 30 Jahre. Also jede Generation 15 Jahre. Ich würde sagen, 30 Jahre wären gut gewesen. Und dann wäre was übrig geblieben. Und wir hätten vielleicht die Taliban nicht. Okay, interessant.
Genau, gewagte These, aber dafür sind wir ja hier, ne? Ich denke, ich werde mal versuchen, das ein bisschen aus einer leicht anderen Perspektive aufzugreifen. Ich glaube, für eine Organisation wie Save the Children hat man fundamental immer so eine inhärente Spannung zwischen dem einerseits, ja, es muss sozusagen Nothilfe geleistet werden. Ich glaube, gerade wenn man jetzt nach Ostafrika oder nach Afghanistan auch guckt, also unabhängig davon, wie man zu den Taliban steht, die Krise, die Ernährungskrise in Afghanistan ist einfach extrem krass, betrifft vor allem noch mal sehr viel stärker Frauen und Mädchen. Mhm. Dazu kommen Zwangsverheiratungen, dazu kommt Kinderarbeit, die massiv zugenommen hat. Das sind echt akute Probleme, die leider nicht auf eine längerfristige politische Lösung warten können. Mhm. Aber andererseits muss man natürlich auch irgendwie versuchen, als Hilfsorganisation auch auf diese längerfristigen politischen Lösungen mit hinzuarbeiten. Deswegen nehme ich das Feedback auch total auf von Joki. Ich glaube, das gelingt uns nicht immer. Ich glaube schon, dass wir versuchen, sozusagen über unsere Kanäle zum Beispiel auch hier in der Politik durchaus Einfluss zu nehmen, eben nicht nur auf sozusagen relativ kurzfristige Entscheidungen, also was fördert das Auswärtige Amt aus dem Etat für humanitäre Hilfe, sondern auch längerfristige Politikausrichtungen. Und ja, natürlich geht es dann wieder um Gerechtigkeitsthemen. Natürlich geht es dann darum, was letztendlich Deutschland als ein reiches Land letztendlich tun wird, nicht nur um die Folgen der Klimakrise jetzt tatsächlich zu bekämpfen, sondern auch die Menschen im globalen Süden jetzt schon dabei zu unterstützen, damit sie auf die eher immer schlimmer werdenden Folgen der Krise sich besser vorbereiten können. Der zweite Punkt vielleicht noch dazu, das ist natürlich auch eine besondere Verantwortung für uns als internationale Organisation, letztendlich wie wir dann in den Einsatzländern mit den betroffenen Communities, mit den betroffenen Menschen direkt, aber auch mit lokalen und nationalen Organisationen zusammenarbeiten. Und da will ich ganz offen sagen, und ich habe das auch nicht immer so alles begriffen und wusste schon vor 20 Jahren nicht. Ich meine, ich versuche auch eine ganze Menge dazu zu lernen. Es ist ganz klar, dass wir das in der Vergangenheit nicht ausreichend getan haben. Mhm. Und es ist ganz klar, und ich glaube, für Save the Children kann ich es zumindest sagen, dass die Zielsetzung eindeutig die ist, dass wir in den nächsten 10 bis 15 Jahren, wo immer es auch geht, raus wollen aus dem direkten Umsetzen von Projekten. Sondern eher wirklich versuchen wollen, lokale und nationale Organisationen dabei zu unterstützen, dass sie diese Projekte umsetzen. Unterstützen zum Beispiel, indem wir hoffentlich es uns auch gelingt, Geber, darunter auch die Bundesregierung, zu überzeugen, dass es leichter wird, als deutsche Regierung tatsächlich auch direkt eine Organisation in Äthiopien oder in Kenia zu fördern. Das ist nämlich im Moment nach ich kenne mich da nicht so aus, aber scheinbar nach deutschem Haushaltsrecht praktisch unmöglich zum Beispiel. Mhm. Und dann müssen wir, ne, das ist ein längerfristiger politischer Einsatz letztendlich, zu dem wir auch den Mut aufbringen werden müssen, weil das ist nicht gerade so das, was wir bisher immer gemacht haben. Das ist schon noch mal was anderes. Kann ich wunderbar aufnehmen, also weil wir als Organisation tatsächlich dafür arbeiten, dass die großen Organisationen nicht für immer noch weiter größer so bleiben oder auch sind, weil wenn wir die Reise jetzt mal aus Afghanistan rübernehmen nach Tansania, eine ehemalige deutsche Kolonie, dann ist uns bewusst, es gibt viele Akteure dort, die wenigsten setzen sich mit der gemeinsamen Geschichte von Deutschland und Tansania auseinander. Das ist generell so in der Entwicklungszusammenarbeit und man tut so. Hier ist ein Problem. Wir sind da, um das Problem zu lösen. Ansonsten haben wir keine Geschichte gemeinsam. Das ist natürlich für die andere Person, mit der man diese Geschichte von 500 Jahren teilt, mehr als eine Beleidigung. Und dieser wichtige Faktor ist, glaube ich, weder in der Gesellschaft angekommen, noch wirklich im Entwicklungssektor. Weil das eine ist ja auch ein bisschen bedingt von dem anderen. Und das ist, glaube ich, enorm wichtig, auch zu berücksichtigen. Mhm. Weil umso klarer wir den Kontext beschreiben, in dem wir agieren, umso besser können wir eine Strategie formulieren, die das berücksichtigen kann. Das ist der eine. Ne? Weil aus diesem Kontext, der jetzt zum Teil nicht beachtet wird, entsteht auch hier das Gefühl, wir haben die Lösung für die Probleme, die dort sind. Mhm. Und die Leute sind Implementierungspartner, also die implementieren nur. Ja? Strategie, Entscheidungen treffen wir, aber die sollen nur implementieren.
Das ist natürlich, wenn wir nach vorne blicken, mal nach 10 Jahre, 20 Jahre, enorm schwierig. Ein praktisches Beispiel aus Tansania. Ja. Wir arbeiten jetzt dort seit 1,5 Jahren, haben uns auch am Anfang umgeschaut nach lokalen Partnern. Gibt kaum welche, weil fast alle sind international. Mhm. Wir sind aber von Grund auf und prinzipiell dagegen. Also was wir machen, ist dann wirklich mit lokalen Partnern zusammenzuarbeiten, sehr viel auch Hilfe bereitzustellen für die Organisationsentwicklung, für die es häufig gar kein Geld gibt. Also machen und tun, aber für die eigene Organisation sehr wenig. Und da war es so, jetzt im letzten Jahr gab es einen größeren Grant, dann von der, also eine Förderung von der amerikanischen Entwicklungshilfeorganisation. Und es gab keine einzige lokale Organisation, die das hätte managen können. Mhm. Also wieder internationale Organisationen, die viel Geld einnehmen, die auch sehr viele, zum Teil für unseren Geschmack zu viele, eigene Leute nochmal einfliegen lassen, wo die Erfahrung und Kompetenz dann in der Organisation bleibt. Das ist ein fundamentales Problem. Das müssen wir ändern. Mhm. Ja, und Sie haben es schon angesprochen, das ist in den Plänen. Ich glaube, wir müssen lieber gestern damit beginnen als morgen. Und ich glaube auch teils kleine Organisationen wie wir sind da im Vorteil, weil wir nicht diese Strukturen haben, dass eine Entscheidung, bis sie beim Vorstand angekommen ist und bewilligt wird, irgendwie 5 Jahre vergehen, sondern tatsächlich, wie auch immer. Zu lange, genau. Vergehen. Und das positive Beispiel, wenn ich dann noch nach Kenia zeigen darf, unser Partner dort ist Amref, hat eine andere Geschichte, aber Headquarter, alle Entscheidungen werden in Nairobi getroffen. Mhm. Board, also Vorstand bis Geschäftsführung, wird hauptprimär lokal geführt. Das ist eine sehr fähige Organisation mit einer tollen Historie, mit tollen Mitarbeitenden, mit einer herausragenden Kompetenz, mit der wir super zusammenarbeiten können. Und wir brauchen viel mehr Organisationen, wie beispielsweise Amref oder auch REST in Äthiopien, aber das hat nochmal eine andere Vorgeschichte. Mhm. Ja, ich würde sagen, wir spielen an dieser Stelle den Clip ein, Don't Film Us, weil ich den sehr, sehr passend finde zu dem Gespräch, das wir gerade haben. This film had a very specific function. To introduce Congolese to Europeans, and this case the Belgian. On a une perception de notre être où nous sommes toujours dans les traumas du colonialisme, où on se voit toujours comme ces victimes. Deux gens qui ne sont pas africains ici, en train de filmer, et ils veulent faire un film sur l'Afrique. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent faire ce film ou ils peuvent arrêter, emballer leurs choses et rentrer chez eux? Why do you think you are the best person to do it? Miyuki, the last question in the film is the question I'm asking. I didn't get it. Can you repeat? You didn't get the film or the clip? I saw the film. Yeah. So the last question he asked was, why would Europeans think they're the best people to do it or like to change things? And that's the question maybe that you could answer from a Pan-African perspective. Well, there are many reasons why not just Europeans, but maybe people who are doing, economically or education-wise, better than another group of people might think that they're better to to address issues or to deal with issues. It's the same, men think that they are better at even addressing issues that have to do with women than women themselves. And I think it's a very complex situation, but it is decades and perhaps centuries of conditioning that says, if you are a certain skin color, if you are a certain gender, if you have a certain level of education, or you are a certain socioeconomic class, you know better, and you have solutions to the problems and the issues that face another class of people, or another gender, or another race. And it is not really borne out by the facts.
you know, on, there has been too many examples where two thought that they knew better really messed up. I caught a little bit of the conversation. I'm not catching everything, but I heard the last speaker talk about AMREF and describing AMREF as a Kenyan organization and what they do. And it is indeed an example of an organization that is very much grounded and not just even, and this is also one of the other dichotomies, not just based in Nairobi and going out to help people out in the rural areas or in the far reaches of the country, but that they are also based in those communities where they work. And I think that people who have more money, who have power, who have, whether real or imagined, always look down upon the people who they see as being less powerful, less wealthy, less empowered, et cetera, et cetera. And this dynamic has continued and has prevailed, as I say, for centuries. And it is a dangerous one, because it continues to perpetrate and to ensure that the dynamic of I know better than you. So someone comes, if we use the film that is there, someone comes, takes some photo of a situation and they read it and they, as they see it on the film, not really talking but to the people there who can explain what is going on, but just simply by what they see, and they interpret and they conclude and they analyze and they continue to even offer solutions. One of the places that Fighting Equality Alliance works in Kenya is in a community called Dandora that some people may be familiar with. And I always use Dandora as an example. In fact, I was talking about it a couple weeks ago, or a couple days ago, days, not weeks, a couple days ago when we were at the Fighting Equality Alliance Pan-African Gathering, and saying that the approach of Fighting Equality Alliance is that we believe that community and people living the realities and of inequality on the margins of life, where they are having every aspect of their life assaulted by inequalities, that they have the answers and they understand their situation the best, but that many people coming in may not be able to see what is going on. So Dandora is a community that hosts the largest garbage dump in Nairobi. Almost all of the garbage from homes, from factories, from businesses, from restaurants is dumped in Dandora. And I often say to people that one of the things that I learned when we started working in that community is that if you don't pay attention, all you will see is the garbage. And I can tell you, there's a lot of garbage. And I can tell you, you cannot get away from the garbage. But if you don't pay attention, you only see the garbage because you don't see the community-based organizations that have writings, you know, Women for Peace, activists and artists who, and Dandora has produced some of the best known hip hop artists in Kenya. If you go there and don't pay attention, you will only see the garbage, and you won't see those women organizations, those youth fighting extrajudicial killings. You will not see the incredible work that women, small community-based organization of women are doing beadwork and other kinds of creative things. And so this idea that outsiders have a better view and a better understanding and the solutions is one that we wholeheartedly reject as Fighting Equality Alliance. We believe that, you know, in order to change the world, we must work together. And I have heard those sentiments echoed here by a number of the speakers, that we believe that no one changes the world on their own, and change only happens when we work together. That change is never about doing it for people or doing it from pity or
or mercy or whatever, that change happens when our work is motivated by justice and that we work in partnership and in solidarity. That the change is also about not about there being spectators. That and I think that many of the examples that we have heard are about people taking sides with the oppressed, people taking sides with those who are suffering, whether from war, whether from famine, whether from other kinds of things. But that we need to be consistent in how we do this. And this is why I was saying that even as we take the children out of the river, we need to go upriver and figure out who is throwing the children into the river. The decolonization, of language, of development, of the ways in which we work and how we treat each other, especially in the development sector, becomes very, very important. That people are able to tell their stories, that people are able to offer their solutions, that people are not just subjects and objects of development, but they are actually that they are actually recognized as having agency, as understanding their situation and being able to offer the solutions that they see for themselves that are not going to just address one, but that they are going to really address all kinds of things. And I want to end by giving an example that I think has been learned in this context. There's been a lot of reference to children's rights, but many of the organizations that used to do child sponsorship, they would go into a family, pick a child and support that child, educate them, buy them school books, buy them uniforms, pay their school fees, and that one child in a family would be the one who benefits. But we know that that approach has failed and has changed, that now if Save the Children or World Vision or whoever else is sponsoring a child, they sponsor that child, but they also take care of the family. This is the kind of thing and the kind of learning that we must continue to engage in and to learn from, because otherwise you're going to have situations where always the outsider comes in and purports to know more about my life, my needs, my challenges, and my solutions. And this has failed. This has failed. It is a failure of trade policy, as we see it now. It is a failure of the policies of the World Bank and the IMF. It is a failure of many of the offered solutions for different kinds of crises that are faced. That, you know, whether it is in conflict or it's in migration and refugee crisis, the approach of reading a situation and deciding that you understand and you know and you have all the solutions. So this engagement, the kind of thing that whereby people are being engaged, people are being asked, what do you think about this situation? Not that someone decides they are the expert and they have all the answers. And we end up in the kind of messes that we have. The last thing that I want to say in answer to this is that, you know, we live in a very complicated world. I don't purport to have the answers, and nor does the Fight Inequality Alliance. But we know that, and we have learned from the struggles that have come before, whether you're talking about the end of slavery, or we are talking more recently about the end of apartheid, or we are talking about the fight against the debt burden that faces many countries, that we understand that in order to win these struggles, in order to win these fights, that we must work together, we must come together in, you know, in the diversity of movements and efforts, the trade unionists, the social movements, the children's rights people, the gender justice people, youth, women, activists, rural and urban, that we must come together. The one thing that we have is the power of our numbers. We don't have the power of money, of influence that the other side has. However you may define the other side, what we have on our side is the numbers and our creativity and commitment to justice and to change. Yeah, das war jetzt. Ja, gerne. Also es waren sehr viele sehr gute Sachen. Es wurde jetzt leider nicht übersetzt, glaube ich. Ich hoffe, dass trotzdem alle soweit mitkommen konnten.
und so weit folgen konnten. Genau, aber es war auf jeden Fall eine sehr wichtige, ausführliche Antwort, besonders im Hinblick auf den Film, nämlich dass diejenigen, die sonst immer betrachtet werden, eben auch sprechen. Ne? Deswegen heißt der Film ja auch Don't Film Us, Listen to Us. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ein anderer Aspekt, der auch sehr wichtig ist, ist eben Dekolonisierung, wie sie auch angesprochen hat. Aber wie dekolonisiert man? Du hast eben auch schon darüber gesprochen, dass Tansania ja mal eine deutsche Kolonie war. Das ist aber ja auch wenig im Bewusstsein von vielen. Wie dekolonisiert man also, wenn im Prinzip, also wie dekolonisiert man in einer Entwicklungshilfesituation, wenn Dekolonisierung eigentlich gar nicht stattfindet? Ich wünschte, ich hätte jetzt 2 Stunden zum Reden. Ich fasse mich aber kurz. Einerseits haben wir uns abgewöhnt, Entwicklungshilfe zu verwenden. Okay. Wir sagen ja nicht, wir helfen, ja. Aber wenn wir sonst durch unser Leben gehen, ja, dann nehmen wir viel mehr, als wir ja. hier tun. Und ja. Das zu vergegenwärtigen, heißt das jetzt Entwicklung. Auch mhm. das hat seine Problematiken. Wichtig, die Sachen so anzusprechen, wie sie sind. Also mhm. nicht zu leugnen, dass da eine gemeinsame Geschichte ist. Das Schrecklichste, was wir tun können, ist tatsächlich, das aktiv zu ignorieren. Mhm. Das ist momentan Tatsache. Ja? Wenn man auch in den Schulbüchern großartig nachschaut, findet man da relativ wenig. Mhm. Wir haben, ich glaube, eine sehr vorbildliche Erinnerungskultur an den Holocaust. Aber alles, was davor passiert ist, scheinbar nicht. Also da können wir schon sehr viel mitnehmen von Methodik und diese dann auch in unser Bewusstsein zu rücken. Das ist das eine. Das andere ist, das ist auch ganz interessant, ist, nicht nur ist es wichtig, etwas zu wissen, weil, damit man es weiß, ist auch ganz schön, aber es hilft einerseits in dem Dialog, wenn man mit Partnern oder einfach mit Menschen spricht, dann weiß man auch, was auch auf diesem Tisch des Dialogs ist, was vielleicht nur die andere Person sieht, weil sie das auch wahrnimmt und man selbst dann auch das berücksichtigen kann und auch ansprechen kann und auch gucken und auch zuhören, ja, wie kann man das jetzt gemeinsam angehen. Das andere, was damit einhergeht, ist, glaube ich, noch viel wichtiger. Und das ist eine ganz andere Haltung. Mhm. Weil, dass wir uns erzählen, wir kämpfen für Gerechtigkeit, ja, das ist ein altes Gedicht. Ja, das haben die Leute schon vor 100 Jahren verkauft. Auch als Kolonisierungsgrund. Genau, das war Zivilisierungsmissionen damals. Und ähnliche Diskussionen gab es genau dazu. Und da können wir uns auch wieder fangen, wenn wir dann ähnliche Konzepte anwenden, jetzt neue Begriffe, ähnliche Konzepte. An der Grundstruktur hat sich nichts geändert. Wieso? Weil das Bewusstsein überhaupt für diese gemeinsame Geschichte, für unsere Herangehensweise fehlt. Und deshalb plädieren wir schon dafür, dass das bewusst gemacht wird, damit eine andere Haltung entstehen kann. Weil aus einer anderen Haltung treffen wir ganz andere Entscheidungen. Mhm. Das ist nicht etwas, was sich jetzt in 10 Jahren machen lässt. Aber umso wichtiger ist es jetzt, das schon also Unterstützerschaft dafür zu gewinnen und Leute, die das dann auch in die Gesellschaft hineintragen, damit wir die Zukunft sehr bewusst gestalten können, gemeinsam gestalten können. Weil Fakt ist auch, das sieht man jetzt auch in Kenia, der Einfluss von anderen Ländern ist größer. Andere Länder haben auch eine andere Geschichte mit den jeweiligen Ländern, die deutlich positiver ist als die eigene. Mhm. Wir haben also eine Bringschuld. Und wir können das noch die nächsten 50 Jahre irgendwie vor uns schieben. Aber ich präferiere, dass wir einen wichtigen Meilenstein in der Völkerverständigung lieber früher erreichen, damit wir eher in eine Zukunft kommen, wo alle gemeinsam daran partizipieren können. Ja, ich greife da gerne mal ein bisschen was aus. Erstmal zu dem, was du zur Erinnerungskultur gesagt hast, finde ich sehr interessant. Aber du hast es schon gesagt, da bräuchte man jetzt 2 Stunden. Vielleicht nur einen Satz. Ja. Selbst die Erinnerungskultur an den Holocaust in Deutschland ist sehr selektiv im Übrigen, weil sie sich tatsächlich sehr auf einige Gruppen von ermordeten, umgebrachten Menschen konzentriert, aber andere völlig außer Acht lässt. Aber insofern, nur um das nochmal zu unterstützen, was du gerade gesagt hast, das ist tatsächlich essentiell. Ich wollte was anderes aufgreifen, auch aus dem Filmtitel, und was Njoki auch gesagt hat. Das ist mit dem Zuhören, ja, allerdings, weil das Zuhören ist absolut nötig, sonst wird es auch keine Solidarität geben letztendlich.
Das scheint mir schon ziemlich zart zu sein. Und da ist sozusagen, ich glaube, ich würde nicht das machen, was ich jetzt mache, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass dieser Prozess im Großen und Ganzen, aber auch in so einer großen, vor allem im globalen Norden verwachsenen internationalen Hilfsorganisation wie Save the Children stattfindet. Mhm. Ich habe auch Glück tatsächlich, ich habe alle, also mehrere Länderdirektorinnen von Save the Children in Ostafrika kennengelernt und das auch echt sehr positiv wahrgenommen, gerade wegen des Zuhörens und Dazulernens, dass die größtenteils aus der Region kommen tatsächlich. Darf ich da aber eine Zwischenfrage zu stellen? Du sagst, Zuhören ist sehr, sehr wichtig, ja. Finde ich auch, aber was ist, wenn die Dinge, die gesagt werden von der anderen Seite, vielleicht nicht so gern gehört werden. Also das gerade jetzt zum Beispiel im Kontext deutscher Kolonialismus, ich denke jetzt nicht an Tansania, sondern eben an andere Länder, die dann auch sagen, hey, wir wollen unsere Reparationszahlungen. Das hört man dann nicht gerne. Und also wie macht man dann weiter? Weil oft hat man ja eher die Reaktion, dass zugemauert wird. Ich beantworte das einmal vielleicht ein bisschen für unsere Organisation oder auch für mich tatsächlich, weil das nicht immer so wahnsinnig einfach ist. Also würde ich auch nicht so tun, als ob ich dann alles immer so wunderbar reingeht. Und weil es natürlich auch ein Challenge und eine Herausforderung ist, letztendlich wirklich sich mit anderen Perspektiven zu befassen. Dazu muss ich ja übrigens nicht nach Ostafrika fahren. Das kann ich ja hier auch versuchen. sogar auf diesem Panel. aber sozusagen, wenn wir in die größere Frage reingehen, in die du auch angesprochen hast, nämlich sowas wie Reparation oder was ist das eigentlich überhaupt für eine Beziehung zwischen Deutschland und seinen ehemaligen Kolonien, weil Deutschland ja immer sehr gerne so tut, als ob das mit den ehemaligen Kolonien gar nicht so schlimm war, weil das schon 1918 vorbei war. Ja, dann wird es allerdings ziemlich schmerzhaft. Und um das zu machen, braucht es ziemlich viel politischen Willen. Und da wollte ich einfach noch mal darauf hin, einfach zu sagen, gar nicht, um mich hier aus der Affäre zu ziehen. Ja. Aber ganz ehrlich, sozusagen diese Prozesse, diese Diskussionen, diese Art von Fortschritt, die wird sicherlich nicht von so einer Organisation wie Save the Children maßgeblich und alleine mit betrieben werden. Wir können darauf hinweisen, aber das sind politische Richtungsentscheidungen, die brauchen politischen Willen. Mhm. Genau. Aus meiner letzten Tätigkeit bei der Open Society Foundations, das war auch ein großes Förderprogramm, dass die Stiftung reingegangen ist und gesagt hat, wir wollen in Europa schwarze Communities fördern, damit sie überhaupt die Ressourcen haben, sich zusammenzusetzen und zu überlegen, was heißt für uns eigentlich die Rückgabe von geraubten kolonialen Kulturgütern oder auch, es geht ja auch um menschliche, wie heißt es, menschliche Überreste. Ja. Also es geht nicht nur um Kulturgüter, sondern auch um menschliche Überreste. Das ist nochmal, finde ich, ethisch gesehen nochmal was anderes. Und auch, was heißt eigentlich das? Also worum geht es? Also um welche Güter geht es? Was hat das mit den unterschiedlichen Kulturen in den Ländern, wo diese Güter geraubt wurden, zu tun? Und letztendlich ist die Rückgabe von diesen Kulturgütern auch die Rückgabe von einem Ausschnitt der Kultur an die entsprechende Gesellschaft. Deswegen ist es so wichtig zu sehen, welche Art von Gerechtigkeit gibt es in diesem ganzen Restitution-Thema. Mhm. Und letztendlich, ich erlebe das so, okay, ich bin in vielen Themen zu Hause. Ich erlebe das so, es gibt diese Debatte in der Entwicklungszusammenarbeit über Diversity, intersektionellen Ansatz, vielleicht langsam mal. Und dann gibt es diese ganze Kultur, Museen, Rückgabe von kolonialen Raubgütern, menschlichen Gebeinen und so weiter. Und die berühren sich überhaupt nicht. Aber also eigentlich gehören sie zusammen. Für mich gehören sie zusammen. Mhm. Und deswegen habe ich auch gefordert, dass unsere Außenpolitik einen intersektionellen Ansatz braucht, um genau Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, aber auch rechtliche Gerechtigkeit, die auf Gesetzen basiert und dann später vielleicht dann auch da reinmünden kann, dass Land zurückgegeben wird, Menschen aus Namibia. Ich habe einen Mann getroffen, der sagte, uns ist das Land geraubt worden in dieser Zeit, als Deutschland Kolonialmacht war. Und da war der einzige Brunnen oder die einzige Wasserquelle drauf. Das heißt, ich habe jetzt im Moment, unsere Familie hat kein Wasser mehr. Mhm. Also das sind so ganz reale Sachen, die liegen weit zurück, aber die haben Konsequenzen bis heute. Und ich finde,
wenn man diese Debatten zusammenführt und auch schwarze Menschen, migrantische Menschen, jüdische Menschen, LGBTI-Menschen, Frauen an die Entscheidungstische mitsetzt und einbezieht, dann hat man auch die Möglichkeit, auf mehr Lösungen zu kommen, die gerechter sind für alle. Okay, also es ist eine komplexe Frage, die, wie ich höre, auf jeden Fall auch politischen Willen jetzt im Prinzip fordern würde. Aber wie geht man damit um in der Entwicklungszusammenarbeit? Also es ist ja nun mal so, dass eventuell der politische Willen gerade nicht da ist und auch gesellschaftlich eben, darauf wollte ich nämlich auch hinaus, diese Sachen gerade nicht gern gehört werden, außer man ist in bestimmten Kreisen oder man sitzt auf bestimmten Panels oder man ist in bestimmten Räumen. Wie geht man dann halt damit um, dass es eben so ist, wie es ist? Das muss man aushalten. Aushalten. Und überlegen. Ja. Also wir alle müssen bestimmte Ambivalenzen aushalten und überlegen, wer wollen wir in dieser Geschichte und in diesem Kontext sein? Wer will ich sein in Bezug auf das Thema geraubte Kulturgüter vom afrikanischen Kontinent? Wer will ich Selmin sein dazu? Und was möchte ich, was dazu passiert? Und was kann ich tun an dem Ort, von dem aus ich wirke? Ich würde noch ein anderes Beispiel versuchen zu geben, weil ich glaube, eine von den Sachen, die wir als Save the Children zum Beispiel hier machen müssen, ist dazulernen. Eine der intensivsten Debatten, die ich in meinem Jahr jetzt bei Save the Children hatte, war eine Debatte tatsächlich um Bildsprache. Mhm. Und ich glaube, zum Beispiel Bildsprache wird auch zu Recht häufig noch kritisiert. Ich glaube aber andererseits, und das habe ich auch tatsächlich gesehen und nicht nur bei Save the Children, dass sich da tatsächlich eine ganz andere Art von Reflexion jetzt stattfindet. Nämlich, dass es ist noch nicht so lange her, aber mittlerweile die Leute, die wirklich dafür zuständig sind und letztendlich diese Bildsprache entwickeln, stellen sich wirklich die Frage, was ist das eigentlich für eine Darstellung? Inwieweit respektiert diese Darstellung die Menschenwürde der Personen, die dort dargestellt werden. Darauf gibt es aber nicht immer so eindeutige Ja- oder Nein-Antworten. Dazu gibt es verschiedene Ansichten und Perspektiven. Und genau das muss man allerdings aushalten. Da bin ich völlig bei dir. Und deswegen werden wir es aber auch tatsächlich immer mal wieder weiter falsch machen. Mhm. Aber ich glaube zum Beispiel für mich, das ist jetzt so ein relativ kleiner Teil, aber ich glaube, der besagt relativ viel, weil das genau die Geschichte ist, die wir erzählen. Ja, ja, ich denke. Und wie es in dem Filmausschnitt ja auch ging. Total. Ich denke nämlich auch immer an diese großen Werbebanner von Organisationen, wo so ein nacktes Kind drauf ist und dann steht da 1 Euro und der ganze Monat ist. Der Junge hat den ganzen Monat Eine ganze Menge Organisationen machen die tatsächlich nicht mehr so. Ja, genau. Ne? Ja. Aber das ist klar, dass das im Gedächtnis bleibt. Das kann ich absolut nachvollziehen. Aber es gibt tatsächlich einige Organisationen, kann sie jetzt nicht quantifizieren, aber die sich bewusst entschieden haben, die sie genau sowas nicht mehr machen. Wir bereiten jetzt gerade eine ziemlich große Kampagne vor, logischerweise auch für die Jahresendzeit, Weihnachtszeit, weil das ist nun mal, wo in Deutschland am meisten gespendet wird, unter anderem. Auf den Bildmotiven wird kein Kind sichtbar sein. Darf ich noch was sagen? Gerne. Also eine Spendenorganisation, klar, das Thema treibt uns alle rum und ich erinnere mich in meiner Zeit bei Medica Mondiale in Köln, das war, glaube ich, schon 2006. Medica ist ja auch 2001 nach Afghanistan gegangen und hat ein eigenes Projekt da aufgebaut und das dann übergeben an afghanische Aktivistinnen 2010. Aber da war auch immer, irgendwann das Limit erreicht, wo gesagt wurde, wir wollen keine Frauen in Burkas mehr haben auf unserem Werbematerial. Das geht einfach nicht mehr. Wir wollen, dass Frauen in Situationen dargestellt werden und ihre Menschenwürde, so wie du das gesagt hast, Florian, behalten und nicht viktimisiert werden. Also nicht dadurch, dass wir Fundraising machen müssen. Viele Organisationen müssen Fundraising machen und sind immer, das ist immer an diesem Grad, ist es jetzt viktimisierend? Raubt das der dargestellten Person die Menschenwürde? Haben wir die überhaupt gefragt, ob wir dieses Bild nutzen dürfen? Bei Kindern, ne? Noch schwieriger? Genau. Ziemlich schwierig, ja. Genau. Und was macht das mit dem Spender und der Spenderin? Wird sie dann spenden, wenn wir die Person nicht in so einer miserable Situation
Option darstellen. Ne? Das ist immer dieser Spannungsgrad. Und eigentlich plädiere ich dafür, die Menschen immer kraftvoll zu zeigen. Und ich hoffe, dass Spender und Spenderinnen auch Geld geben, wenn sie dann sehen, die Person ist total empowered worden, unter anderem durch das Spendengeld, was man gegeben hat. Mhm. Und ich hoffe darauf, dass das genauso funktioniert wie weinende Kinderaugen. Ja, ja, ich würde auch nur noch eine Sache ergänzen. Wenn wir kommunizieren, ist das immer eine Aussage, die gewissermaßen auch die Perzeption einer Person verändert. Und dann ist die Frage, wofür nutzen wir sie? Ja? Wenn am Ende das Ziel Spendengenerierung ist, ja, was valide ist, wir dafür die Menschen oder vor allem paternalistische Konzepte, die sich aufgrund der Kolonialzeit bei uns imprägniert haben, in unserer Gesellschaft weiterprägen, dann haben wir ein Problem. Also dann sorgen wir zwar dafür, dass halt Spendengelder irgendwo auch ankommen, aber dann spielen wir dieses Spiel weiter, ohne auf ein anderes Ziel hinauszugehen. Mm. Und so, dann würde ich schon sagen, lieber das langfristige Ziel mit aufbauen und auch für eine Veränderung zu sorgen, anstatt den Status quo so als solches immer nur wahrzunehmen. Mhm. Das ist, vielleicht klappt das so gut wie ein also wie gesagt, das sind wie Kinder, die weinen, vielleicht aber auch nicht. Aber vielleicht ist der Sinn dahinter auch ein anderer. Nicht nur das Spenden, sondern auch das Bild, das wir in der Gesellschaft verändern. Das hat auch einen Wert. Das ist leider nicht zu monetisieren, weil es ist Bildung. Ja? Aber diese Bildung, die zu einer anderen Haltung führen kann, da komme ich jetzt wieder zurück, tatsächlich diese strukturelle Veränderung, die wir herbeiführen müssen, die sollte auch aus dem Non-Profit-Sektor kommen, auch wenn man auf Spenden finanzierte, auf Spenden basiert ist, weil es sonst verdammt schwierig ist, wegzukommen. Ne? Also wir sind auch keine Fans von so Begriffen wie Sponsoring. Ja? Sponsoring, das macht man im Fußball, weil es hat einen Werbezweck, laut Definition. Mhm. Und da tut es halt im Herz weh, wenn das noch hierzulande praktiziert wird und dann auch eine Haltung hier weiter sich etabliert von: Ich bin so ein guter Mensch, ich spende, ich bin jetzt Pate von jemandem. Das ist ein schwieriges Gefühl, ich kann es auch nicht wiedergeben. Vielleicht der ein oder andere wenn er oder sie dann zuhört, auch in sich mal reinhören. Ist das etwas, was wir in 10 Jahren noch wirklich haben möchten? Oder ist es vielleicht lieber fokussiert auf die jeweilige Schule oder auf die jeweilige Organisation oder etwas, was wirklich auch strukturell was verändert? Ich bin sehr glücklich, dass wir das in Deutschland nicht machen. Ja. Ich kann leider nicht das Gleiche für das ganze internationale Save the Children Movement sagen. Nee, weil ja, das so ist Deutschland ist Vorreiter, ist doch mal gut. Nee, aber wir sind tatsächlich mit Teil der Mehrheit, weil es nur noch relativ wenige, die es machen. Ja. Ich bin da kein absolut deiner Meinung, genau. Ja, gut, wir müssen, also die Zeit vergeht super schnell und deswegen würde ich sagen, gucken wir jetzt einfach erstmal in den dritten Clip rein, damit wir auch nochmal ein bisschen in eine andere Richtung lenken, weil ich glaube, über das Thema können wir jetzt eine Stunde wirklich weiterreden. Ja. Zwei. Zwei, ja. Das genau. Wir hatten noch, ja. Genau, also Frauenrechte sind im Vordergrund, aber was ich auch so schön auch finde an den Ausschnitten in dem Film, ist nämlich das, was wir eben angesprochen haben. Ich habe das Gefühl, die Menschen dort sind empowered, die Frauen, die ich sehe, sind empowered. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt Frauen sehe, die jetzt nur unterdrückt sind, obwohl natürlich klar ist, dass Frauenrechte jetzt gerade weltweit
überall angegriffen werden. Im Iran jetzt ganz besonders, aber auch generell überall ja, unter Gefahr stehen. Deswegen die Frage, Frauenrechte, wie kann es weitergehen? Wenn wir, wie können wir eine ja, aktuelle Politik, feministische Außenpolitik nutzen, um sie nicht nur intersektional zu machen, sondern auch wirklich was zu verändern? Da ist die Frage wahrscheinlich mehr an dich erstmal, weil du es ja auch, ja. nicht unbedingt, oder? Nur. Auch, okay, zu dem Komplex habe ich ja eben schon was gesagt. Genau. Feministische ja. Außenpolitik, die intersektionell umgesetzt wird, ist total wichtig in Bezug auf Konfliktprävention und auch Konfliktbearbeitung. Und Frauen spielen bereits in vielen Ländern eine wichtige Rolle, wenn es um Konfliktbewältigung geht. Liberia ist ein sehr gutes Beispiel. Da gibt es, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, den Film Send the Devil Back to Hell. Und da geht es um den Friedensprozess, wo muslimische und christliche Frauen sich organisiert haben und die friedensverhandelnden Männer über eine längere Zeit eingeschlossen haben tatsächlich, damit sie den Frieden verhandeln und nur so aus diesem Raum wieder rauskommen, weil alle nach so langer Zeit den Krieg einfach satt hatten und das Land am Ende war. Das ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel dafür, was Frauen ausrichten können, wenn sie auch überkonfessionell, aber auch in ihrer Unterschiedlichkeit zusammenarbeiten, um Frieden zu erreichen oder Waffenstillstände zu erreichen oder auch auszuhandeln, dass Frauen ihren Handel fortführen können, wenn sie durch den Urwald gehen müssen, bestimmte Sachen herstellen und verkaufen und so weiter. Und bestimmte Straßen dann geschützt sind, wo sie, obwohl es einen bewaffneten Konflikt gibt, zum Beispiel im Kongo, dann doch diese Straße nutzen können. Das war jetzt sehr, sehr Grassroots, auf der Grassroots-Ebene. Was ich positiv fand, um auch mal was Positives zu sagen, ist, als Deutschland seinen Sitz im UN-Sicherheitsrat hatte, also den Impermanent Seat, war tatsächlich eines der Foki, die Deutschland sich gesetzt hatte, feministische Außenpolitik. Und ich weiß, dass Deutschland dafür auch kritisiert wurde und gesagt wurde, warum macht ihr das? Das ist total unwichtig. Mhm. Aber tatsächlich die Partizipation von Frauen wurde auch so argumentiert, dass die wichtig sei für Konfliktbewältigung und Konfliktverhütung. Das heißt, Frauen einzubeziehen, hatte eine direkte Beziehung dazu, dass es gar nicht zu Konflikten kommt oder dass Konflikte bewältigt werden können. Mhm. Erstmal so viel. Vielleicht fällt mir nachher noch was ein. Ich glaube, auf jeden Fall, ich will das jetzt nicht alles wiederholen, weil ich Ihnen tatsächlich zustimme, sondern aber vielleicht eher so ein bisschen darauf aufbauen, dass eine Sache, die aber trotzdem auffällt, ist natürlich, dass wenn man als Land wie Deutschland zum Beispiel sagt, dass man eine feministische Außenpolitik verfolgen will, dann muss man das irgendwann aber auch durchziehen. Mhm. Und das Durchziehen wird am schwierigsten, wenn man es mit seinen eigenen Alliierten hat, mhm. letztendlich. Also jetzt, wenn wir mal so reden über, mit dem Fokus auf sozusagen die Belange von Frauen wirklich in den Mittelgrund von Außenpolitik zu stellen, da kommt man, das sieht man ja auch bei der jetzigen Bundesregierung zum Beispiel, natürlich ziemlich schnell in so eine Zwickmühle, wenn man einerseits sicherlich auch Kritik übt an der Art und Weise, wie Frauen und Mädchen, muss man dazu sagen, im Land wie Saudi-Arabien behandelt werden, mhm. aber andererseits, aus welchen Gründen auch immer, irgendwelchen Waffenexporten zustimmen muss. Das ist halt echt so eine Spannung und ich glaube, dass deswegen ist es auch tatsächlich ziemlich wichtig, dass sozusagen Organisationen und Leute außerhalb der Bundesregierung, auch die ihr wohlgesonnen sind, weiterhin sicherstellen, dass sie da dabei bleibt und dass sie auch den Mut und den Rückhalt dazu hat, das durchzuziehen. Weil du hast es schon mal kurz angesprochen, auch wenn viele auf der internationalen Bühne vielleicht klatschen, solange sie auf der Bühne sind, hinter der Bühne finden die das nicht so toll, so eine Zielsetzung zu setzen. Und genau, ich glaube, da müssen wir tatsächlich dann auch nochmal sehen, echt, wie groß so das Durchhaltevermögen in der Bundesregierung, aber auch in der deutschen Politik ist.
Darf ich ja, gerne. Was, und zwar zu Florian in Bezug auf feministische Außenpolitik. Also das wichtigste Herzstück der feministischen Außenpolitik ist eigentlich das Konzept der menschlichen Sicherheit, was du ja auch kennst von Ärzte ohne Grenzen und dem Roten Kreuz und so. Das wollte ich nochmal betonen. Also klar, es geht um die Repräsentation und um die Partizipation an Friedensverhandlungen, Waffenstillständen, aber auch daran, dass Frauen Zugang zu Bildung, zu Gesundheit und zu Infrastruktur haben in Ländern, wo das nicht gegeben ist. Und auch diesen Schutz, also Human Security, dieses Do-No-Harm-Prinzip, dass du einfach geschützt bist und nicht Angst haben musst, dass du vergewaltigt wirst von der gegnerischen Seite oder auch von den eigenen Männern. Und dass du auch nicht vergewaltigt wirst oder sexuell ausgebeutet wirst von internationalen Friedenstruppen, was wirklich an der Tagesordnung ist. Mhm. Überall, wo so eine Truppe ist, werden Bordelle aufgebaut, und zwar von einheimischen Männern über die ethnischen Grenzen, die zum Krieg geführt haben, hinweg, zum Beispiel Ex-Jugoslawien, wo das ganz klar der Fall war. Menschliche Sicherheit schützt alle, nicht nur Frauen. Und okay, Gnocchi, so what would that mean, like feminism or women's rights in developing work oder in halt in Entwicklungsarbeit ist ja, ne? In foreign policy. Yeah, in foreign policy. So what would that look like? What would that change? Well, it would change a lot, I think. And I have to say in the feminist circles that I move, the declarations by various governments about having a feminist foreign policy was welcomed and is welcomed. But what we keep finding is that in terms of real and practical ways, the policy is labeled feminist, but we haven't in many cases seen a big change. So I want to because I think we've talked a lot about and but we are still in the throes of the COVID-19 pandemic and use one example. Both Germany and Canada talk about a feminist foreign policy, but they were two countries that were opposed to the TRIPS waiver to allow developing countries to produce the COVID-19 vaccine. And we know what happened when there was an agreement for a TRIPS waiver on HIV/AIDS antiretroviral medication. So I think that it is well and good to say that that a country has a TRIPS waiver or that a country, and let me say that the United Kingdom also opposed the TRIPS waiver. And many of the countries that were looking for this are in the Commonwealth with the United Kingdom. So I just want to make the point here that often what is said and what is practiced, watch their actions, don't just listen to their words. The action, as they say, the proof is pudding. The actions are the ones that prove whether the claim is actually real or whether it is just rhetoric. Because on COVID-19, on responding to COVID-19, on debt, on trade, on climate, on so many issues, we would be seeing these countries that claim a feminist foreign policy acting differently. Yes, they have put more money in cases to support women's rights programs. But when we talk about intersectionality as feminists, we do talk about women's rights, but we also talk about all of these other things that affect women. And so on one hand, the left or the right, whichever, maybe the left hand is doing these things on one side over here that are supporting feminist-looking, feminist-sounding foreign policies, specific policies. But on the right hand,
with trade, with debt, with climate, with extractivism, with policies that are supported at international levels, whether you're talking about the Bretton Woods institutions or at UNCTAD or at the COP or any number of other arenas where these governments are active. They are not practicing that. A true or true feminist policy, foreign policy would change a great deal, and it would go a long way in undoing the harm that has been done for decades by neoliberalism, by neocolonialism, and colonialism before that, and the other kinds of realities and harmful practices, you know, including conflict and war, etc. So I really truly believe that we do need feminist foreign policy, but we have yet to see it in ways that are really fundamental and transformative. The kind of development policies that those governments would have would be very different. I think they would be more cooperative. I think they would be more humanitarian. I think they would be looking at the impact onto the seventh generation versus where we see a lot of the times the support of profit before human life. People should come before profit. People should come before the bottom line for multinationals. People should come, people on the planet should come before the interests, whether they are corporate or they are financial of those countries. It may sound very utopian, but it is a very fundamentally very different way from what governments are doing now, from the way they talk, from the way they act, where they put their priorities. The difference, I think, that we saw in governments responding to the COVID-19 pandemic compared to how they had been before, when it came even to debt, forget about just health, even to what they were saying about debt of countries, what they were saying about mortgages, what they were saying about universal access, including the fact that the vaccine is free to everybody who needs it. And even after the initial stumbles around vaccine hoarding or vaccine apartheid that we know was a problem, but we would see things very differently. And I think the COVID-19 response gave us a glimpse of that. And we need to see more of that. We need to make those changes to those policies that were implemented go deeper so that they are reaching more people, whether you're talking about cash transfers or basic income grants, or whether you're talking about universal access to health. You know, we saw countries, north and south, in Kenya, in the informal settlements or the slums, we saw the government providing safe drinking water, which it was free, which many of those communities have not enjoyed. So it is both humanitarian, it is feminist, it is progressive, it is about putting people first before national interest, before the profit motive or the bottom line. And it would look very, very different. It would be more action and less talk, because I think that there is the rhetoric is, there's a lot of rhetoric, there's a lot of talking about feminist foreign policy, but if you ask me to point, and if you ask many people to point where there is a fundamental change before the declaration and after the declaration, I think we would be hard pressed. Utopie, das Stichwort würde ich jetzt, weil wir jetzt wirklich gar keine Zeit mehr haben, aber als letztes Stichwort einmal reinwerfen, sind wir auf dem Weg in solch eine Utopie? Oder sieht es gut aus? Kann man sich das vorstellen, dass irgendwann wir in dieser Utopie enden? Winkel, guckst mich an? Ich gucke euch alle an. Sind wir auf dem Weg? Ich glaube nicht, dass der Trend dorthin geht. Wir müssen also unsere PS ein bisschen nach oben fahren und uns mehr anstrengen. Das gehört dazu. Ich kenne kaum Indikatoren, die dahin
gehen. Ich will auch nicht mit Absicht positiv enden und alles wird gut, einfach nur weiter so machen. Nee, wir merken, das ist auch sehr wichtig, dass wir viele Diskussionen haben, die wir vor 10 Jahren gar nicht geführt haben. Ja. Das ist auch eine Art von Fortschritt, ja. Dass diese ein Ergebnis geliefert haben. Nein, noch nicht. Okay. Ja, ein Anzeichen dafür, ja, auf jeden Fall. Und es ist auf jeden Fall wichtig, da weiterzumachen, weil sie vielversprechend sind. Wir haben und wir sehen auch weiterhin, wie eine Welt ist, wo die Hälfte einfach kaum eine entscheidende Rolle spielt, wenn wir über feministische Außenpolitik sprechen. Das inkludieren ist sehr wertvoll für den Diskurs und um eine bessere Entscheidungsfindung auch zu haben. Gleichzeitig nicht nur die weibliche Erfahrung bei der Entscheidung mit dabei zu haben, sondern auch die geschichtliche Perspektive des Neokolonialismus mit aufzunehmen bei der Entscheidung, vor allem im Nord-Süd-Gefälle, wird entscheidend sein. Wir haben die Diskussion, die haben nur größtenteils noch nicht einen großen Erfolg gehabt. Okay. 30 Sekunden. Oh, okay. Jeder. Also das Wichtigste ist für mich, dass es eine organisierte, unabhängige Zivilgesellschaft auch für die nächsten Jahre gibt und deswegen spot-on Anti-NGO-Legislation, Gesetze, da müssen wir alle hingucken. Guckt bitte bei Civicus nach. In mindestens 66 Ländern gibt es diese Gesetze schon, auch in Ungarn. Polen ist auch auf dem Weg, Bulgarien, Rumänien, also auch in der EU ist es angekommen. Und wenn wir als NGOs oder als humanitäre Organisationen uns nicht für universelle Menschenrechte einsetzen können, weil wir kriminalisiert werden, dann sieht es duster aus. Ich glaube... auch 30. Also ja, ich glaube, es gibt tatsächlich extrem viel Fortschritte. Es gibt echt sehr viel, was einen auch echt positiv stimmt, was mich auch positiv stimmt, was mich auch total motiviert. Aber... Oh aber, nee, ich glaube, wir haben das Problem der Klimakrise ist so monumental, fundamental, gerade wenn ich an Kinder und ihre Zukunft denke, leider sozusagen, und wenn man sich dann vorstellt, dass wahrscheinlich das, was wir jetzt sehen, tatsächlich noch die Folgen von dem sind, was wir vor 10, 15, 20 Jahren gemacht haben. Und da muss ich leider sagen, ja, Fortschritte, ja, aber da können wir uns nicht drauf ausruhen. Mhm. Ich glaube, das braucht wirklich mehr PS, aber bitte auf dem Fahrrad. Das finde ich aber auch ein schönes Schlusswort. Wir brauchen also sehr viel PS auf dem Fahrrad und sehr viel davon. Aber am Ende des Tages gibt es Fortschritte und das ist das Wichtigste. Und mit diesen Worten würde ich die Runde jetzt beenden, weil wir wirklich leider am Limit sind. Ich könnte das noch 2-3 Stunden machen, aber es ist jetzt vorbei. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen, dass ihr dabei wart, vor dem Bildschirm hier im Publikum. Ich glaube, es war eine sehr interessante, sehr anregende, tolle Runde. Und ich bedanke mich auch bei euch allen dafür, dass ihr so rege teilgenommen habt und so viel zu sagen hattet.